Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Ja, in der letzten Folge sind wir ein wenig herumgelaufen und haben mit den verschiedenen Leuten gesprochen. Doch bevor es jetzt wirklich ernst werden konnte, haben wir einen kleinen Cut gemacht, weil das sonst viel, viel, viel zu lange gedauert hätte. Das heißt mit anderen Worten, ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Hier waren jetzt im Plattenladen, also müssen wir zum Blumenladen. Da hinten steht was von Flowers. Da können wir nicht rübergehen. Das ist niemand, den ich mal eben ausweichen kann, oder? Ich verstehe es einfach nicht. Essen die Leute kein Eis mehr? Ich habe mir die Zahlen an. Ich darf mir auf keinen Fall was anmerken lassen. Angela liebt doch unseren Laden so sehr. Er muss echt fertig sein. Nein, ich möchte es mit Es kommen ihr. Wieder bessere Tage. Die Piraten führen Wir verlieren unser Geschäft. Aber das scheint ihn nicht zu kümmern. Sie muss sich so alleine fühlen. Hoffentlich wird's wieder. Wir sollten die rumrosieren. Okay. Hab Mac immer noch nicht gefunden. Jet meinte, ich soll im Blumenladen nachsehen. Ich weiß. Ich hab gedacht, vielleicht könnte ich hier noch was rausfinden. Dann eben nicht. Mein Gott. Eleanor? Sorry. Du musst dich nicht entschuldigen. Wie geht's dir, Liebes? Oh. Ich, Ja. Mir geht's gut, denke ich. Ich nehme es gerade so, wie es kommt. Gute Einstellung. Ist Mac hier? Er hat mir vorhin noch geholfen. Er ist gerade erst gegangen. Weit kann er noch nicht sein. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Sie wirkt völlig verängstigt. Ich kann sie so nicht zurücklassen. Ja, falsche Taste. Komm. Okay. Ich sollte herausfinden, wovor sie Angst hat. All meine Erinnerungen verblassen. Ich fühle mich so leer. Haben wir denn noch was, wo wir eventuell... Wie versteckt sie das alles? Hä? Wieso bin ich jetzt hier hinten? Hm. Und hier ist noch was? Die Ärztin meinte, ich hätte mehr Zeit, aber alles hier gerät völlig aus den Fugen. Ah, okay, also wir müssen doch hier so ein bisschen in die Privatgemächer einbringen. Wenn Riley das ausfindet,
Das darf nicht passieren. Danke, Liebling. Ich erledige das gleich. Komm einfach mit dem Scheck vorbei, wenn du Zeit hast. Wahrscheinlich nicht rein. Irgendwas fehlt doch noch. Also das Telefon hatten wir, das hatten wir. Das heißt, hier hinten hatten wir ja eigentlich alles. Hier drin, das hatten wir. Hier sehe ich so nichts mehr. Ach, Moment. Wenn irgendjemand davon erfährt, werde ich den Laden schließen müssen. Scheiße. Es ist nicht nur, dass sie vergessen hat, was sie getan hat. Sie hat Angst davor, alles zu vergessen. Aber wie kann ich ihr helfen? Ja, das ist eine gute Frage. Hast du vergessen, woran du gearbeitet hast? Ich scheine gerade etwas durcheinander zu sein. Vielleicht kann ich helfen. Konzentrieren. Schritte zurückverfolgen vielleicht. Sieht aus, als hättest du heute echt eine Menge auf der Liste. Wir könnten es zusammen durchgehen. Oh, ich will dich nicht aufhalten. Hey. Ich möchte helfen. Zuerst gemacht. Keine Ahnung. Sind diese Blumen von heute? Ich kann mich nicht erinnern. Also ich denke, sie hat jetzt weggeworfen. Also sie hätte sie weggeworfen. Nee, Moment, das erste, ja klar. Du musst zuerst das Schild umgedreht haben. Das drehe ich morgens immer zuerst um. Und dann öffne ich die Post. Ach, irgendetwas hat mich sicher abgelenkt. Schon besser. Wir schaffen das. Okay, wo war jetzt die Post? So, die liegt da, aber die kann ich nicht anwählen. Okay. Dann denke ich mal, wird sie wohl die Kasse danach. Du warst ja hier drüben, als ich reinkam. Vielleicht hast du Geld gezählt. Das ist wirklich nicht nötig. Ich komme allein zurecht. Hey, ich gehe nirgendwo hin. Okay.
Gab es einen Anruf, der dich abgelenkt hat? Ja. Ich erhielt heute Morgen einen Anruf. Aber ich weiß nicht mehr von wem. Vielleicht hilft hier etwas deiner Erinnerung. Dann schauen wir uns doch mal das Ding an hier. Hat Riley dich vielleicht angerufen? Ich glaube, sie war's. Sie rief wegen einer neuen Bestellung an. Och, Himmel. Aber für wen nur? Ja, dann kommen vermutlich die Blumen ins Spiel. Expresslieferung. Riley ist bestimmt dafür hergekommen. Per Scheck bezahlt. Ich denke, die Bestellung war für diese Lilien. Natürlich. Riley hat mir noch geholfen, bevor sie gegangen ist. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer sie bestellt hat. Kann man das irgendwie in der Kasse sehen? Der Scheck für die Lilien ist bestimmt hier drin, oder? Da steht bestimmt der Kunde drauf. Bestimmt. Mr. Jedediah Lucan, hm? Die Lilien sind wohl für Jed. Oh, ja, genau. Rileys Bestellung war für Jed. Ich wusste, du findest das raus. Das verdanke ich ganz allein dir, ehrlich. Ernsthaft, Alex. Du bist ein Engel. Jed plant sicher eine Veranstaltung. Ich frag mich, warum er Lilien will. Die sind normalerweise für Beerdigungen. Oh Gott. Sie kann sich nicht erinnern. Also ich würde dir jetzt mal den Schmerz ersparen, ehrlich gesagt. Sie kennen doch Jed. Er kennt bestimmt nicht den Unterschied zwischen Lilien und Tulpen. Unterschätze ihn nicht. Er ist schlauer, als man denkt. Wahrscheinlich wird sie mir das nochmal zum Vorwurf machen. Danke für deine Hilfe. Bis ganz bald. Ciao. Sie hat sich endlich besser gefühlt. Das wollte ich ihr nicht vermiesen. Ja, ich nämlich auch nicht. Eleanor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? Was für eine Brücke? Ist die da hinten? Ja, ne? Okay. Was ist denn hier passiert? Achso, da ist er doch. Ich muss die Wahrheit erfahren. Ich bin sowas von am Arsch. Du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken, Mac. Mac? Alex. Lass uns jetzt bitte nicht. Ich will, dass du mir erklärst, was mit Gabe geschehen ist. Was? Mir die Freundin wegzunehmen, reicht dir noch nicht? Jetzt willst du mir auch noch den Tod von Gabe anhängen? Ich versteh's. Er starb während deiner Schicht und du schiebst Panik. Aber du musst auspacken. Bitte. Ich hab dir nichts zu erzählen. Mac, komm schon.
Er war mein großer Bruder. Ich kann nicht. Er hat vor irgendetwas Angst. Wenn ich es schaffe, das zu nutzen, komme ich vielleicht an die Wahrheit. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Und das wäre? Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Ryan, jetzt sogar Riley. Scheiße! Selbst Riley? Ist etwas mit ihr passiert? Tja. Hier kommen wir nicht weiter. Wahrscheinlich bis er... Dass wir die Sache mit ihm erledigt haben, denke ich mal. Ich wüsste jetzt gerne. Wunderbar. Wieder die Warteschleife. Ich liebe das Lied. Ich kann mir vorstellen, dass Gabe sich darauf abfeiert, dass er es in die Zeitung geschafft hat. The Rocky Mountain Gazette. Havens ansteckender Stadtratsabstimmung. Was Sie wissen müssen. Ermittlung im Unfallort läuft weiter. Endlich. AAA-Mitgliedschaft kündigen. Oh, das ist doch seine Schwester. Das arme Ding. Ach, dieses Mitleid nervt langsam. Hey Leute, da bin ich wieder. Das war Phonetap mit ihrer neuen Single Elephant in the Room. Gleich geht's hier weiter mit brandneuen Indie-Rock-Songs für euch. Aber zuerst ein paar Infos. Das Frühlingsfest steht vor der Tür. Gesponsert von der mit ihr können wir auch nicht drüber sprechen. Ich dachte, vielleicht können wir da irgendwie eure Freunde und Familie mit. Etwas erfahren. Anscheinend nicht. Alles möglich. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Also ich gehe davon aus, dass ich mit jemandem sprechen muss, der mir irgendwie weiterhelfen kann, aber... Kein Wort über den Unfall? Woher hätte ich das wissen sollen? Scheiße, jetzt bin ich bei Diane unten durch. So, mit ihm hatten wir auch gesprochen, mit ihm hatten wir gesprochen. Der ganze Fußverkehr kommt hier durch. Den Gerüchten nach will die Minengesellschaft sogar ausbauen. Mehr Jobs bedeutet... Hoffentlich sind die Kunden hier netter als in Denver. Ich war noch nie in Denver, aber ich verspreche, die Leute hier sind nett. Was ist eigentlich mit dem Unfall? Das macht mich so. Naja, falls der bankrott geht, was mit euch? Oh Mann, machst du's nicht? Sie steht einfach nicht auf dich. Lass es. Echt hart. Kumpel, Kumpeline, okay. Wenn ich ihm sage, dass ich ihn mag, gehen wir aus und dann trennen wir uns vielleicht. Und dann verliere ich meinen besten Freund. Vielleicht kann ich ihm helfen. Moment. Nein, was rede ich denn da? Das geht mich absolut nichts an. Warum nicht? Wandmalerei. Können wir vielleicht bei der Apotheke noch was erfragen? Ich bin immer da für dich, falls du was brauchst. Danke. Gleichfalls. Ja, das hat uns nicht wirklich geholfen. Also ich denke mal, dass wir wirklich irgendwas draußen finden müssen, was ihn aufregt, aber... Da war jetzt nichts, was man irgendwie anfassen konnte oder wo man irgendwas machen konnte oder so bei ihm in der Nähe. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Oder irgendwas mit dem Buchladen vielleicht.
Buchladen, mit dem Blumenladen. Hier kann man ja nichts machen. Wir sind hier fertig. Ich würde jetzt aber auch ungern die Folge hier beenden, weil das Problem ist, dass wir zeitlich schon wieder Richtung Ende laufen mit schnellen Schritten. Aber ich hätte vorher gerne noch dieses Rätsel hier gelöst. Kann ich da nicht rüber oder was, hä? So kann ich nie auf die Straße. Echt schade, dass ich nicht einfach vor allem weglaufen kann. So, ich darf hier gar nicht weiter. Okay, also ich darf quasi nur in der Fußgängerzone bleiben, so wie das aussieht. Das Sightseeing muss erstmal warten. Ich muss jetzt zu Mac. Ja, aber wir haben doch nichts, was ihn da irgendwie... Mal mit ihr vielleicht noch mal reden. Sie hat sich endlich besser gefühlt. Das wollte ich ihr nicht vermiesen. Ja, die Frage ist jetzt... Ich hoffe, es ist was Gutes. Krankenhaus. Ah, okay. Das hat ihr wahrscheinlich den Tag vermiest, nehme ich mal an. Ich hoffe, du findest Mac. Danke. Ja, ich habe ihn schon gefunden, aber ich versuche ihn gerade zu provozieren und ich habe keine Ahnung wie. Und könnte theoretisch natürlich ihre Krankheit nehmen, aber... Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Ja, soweit war ich auch schon. Ich sollte ihr eine Nachricht schicken. Ja, ja. Na gut, ich beiße an. Okay. Tipps fürs Zähmenfilter Katzen. Okay, aber da ist jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie... Moment. Mit Riley über Max Angst reden. Ach so, also muss ich doch mit Riley sprechen. Ah. Jetzt muss ich nur gerade erstmal überlegen, wer jetzt Riley war. Eieiei, Boah, dass die aber nicht schneller laufen können. Du warst es nicht, ne? Du warst Pike. Was haben wir denn hier noch? Wir haben doch nur noch den Jungen. Der war im Park, das ist klar. Aber der hieß ja Ethan. Das konnte ich mir merken. Als Ethan noch kleiner war, habe ich ab und zu auf ihn aufgepasst. Echt schlimm, was da passiert ist. Hast du ihn drüben beim Wasser? Ich fühle mich so hilflos. Ich kann einfach nichts für Ethan tun. Das kenne ich. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe ihn ganz sicher gehört. Das war sein markantes Gezwitscher. Aber wo ist er? Sucht sie nach einem Vogel? Ich halte die Ohren offen. Sorry fürs Plattmachen eurer Berge. Hier habt ihr eine Parkbank. Ja, so in etwa. Das finde ich auch immer ganz toll. Also sie hat ihn gehört und guckt irgendwie so in diese Richtung. Oh, hast du von dem Unfall gehört? War es in den Nachrichten? Nein, niemand wurde gefeuert, noch nicht. Wie viele Fische Ducky wohl in dem Teil gefangen hat? Okay.
Ja, jetzt können wir will mal ganz... ich ohne Gabe überhaupt hierbleiben? In diesem Bundesstaat, den ich überhaupt nicht kenne. Und in dieser Stadt, in der ich noch nicht mal seit einer Woche bin? Nicht, dass ich irgendwo sonst hin könnte. In Portland wartet nichts und niemand auf mich. Es ist doch klar, dass sie hier bleibt. Fuck. Sie hat hier Freunde. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Eines ist sicher. Ich muss wissen, was mit Gabe passiert ist. Vorher gehe ich nicht. Ja. Ja, oder komme ich da rein? Moment. Bin ich da irgendwo vorhin rausgekommen? Das ist nicht der Eingang anscheinend. Hier ist aber auch nicht der Eingang. Was ist das? Moment. Was, wenn ich ein Ausnahmetalent im Discgolf bin, aber nie die Chance hatte, es herauszufinden? Ich denke, es ist wahrscheinlich besser so. Auf der PlayStation bin ich definitiv ein Ausnahmetalent. Ich habe jetzt nur eigentlich gedacht, vielleicht höre ich den Vogel hier, aber... Echt schade, dass ich nicht einfach vor allem weglaufen kann. Du sollst nicht weglaufen, du sollst dir eigentlich nur einen Vogel anhören. Ob du den hier irgendwo hörst. Das wäre jetzt so quasi eine Nebenaufgabe gewesen, beziehungsweise ob ich den irgendwo sehe. Aber ehrlich gesagt dauert mir das Ganze jetzt zu lange. Ja. Moment, Black Lantern. Hier war der Eingang. Oh. Ja, Mom. Mein Job bei Typhon ist sicher. Die wollen immer noch erweitern. Kannst du mir helfen? Hoffentlich beruhigen sich die Dinge hier bald wieder. Du kannst ja mir nicht helfen. Das wäre gut. Ah, wo finde ich denn jetzt Riley? Notiz? Nicht schlecht, Ducky. Okay. Jagdmesser. Also, ich bin hier echt einigermaßen verwirrt. Ich glaube, ich bin jetzt schon überall drin gewesen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, wir sollen ja Riley finden. Aber wenn ich so überlege, wüsste ich jetzt gerade überhaupt nicht, wo. Da ich jetzt aber auch die Folge nicht so extrem überziehen möchte, würde ich sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache. Und ja, dann irgendwie in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mich umschauen werde. Oder vielleicht schaue ich mich auch parallel dazu offline nochmal ein bisschen um und schalte euch dann direkt wieder hinzu, wenn ich an der richtigen Stelle bin. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich weiß, was ich tun muss und wo ich hin muss, aber gerade total auf dem Schlauch stehe. Könnte jetzt damit zusammenhängen, dass es mir gerade auch körperlich nicht so besonders gut geht und ja, ich es mit dem Denken jetzt auch gerade nicht so mega habe. Zumal mit Namen habe ich sowieso nicht so besonders, muss ich auch dazu sagen. Ich sollte mir vielleicht mal nebenbei eine Liste machen, wer von denen jetzt welchen Namen hat. Das ist manchmal doch ein bisschen schrecklich. Ja, ich würde sagen, dass ich hier wirklich erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Ich bin so kurz davor, die Wahrheit zu erfahren. Jetzt muss ich Mac nur irgendwie Angst machen. Genau, darum geht es. Und das werden wir hoffentlich in der nächsten Folge machen können. Bis dann.
Ciao.